Das Adler-Team ist einfach eine hervorragende Gemeinschaft. Also wir sind wirklich ein sehr gutes Team und das zeigen wir sowohl auf dem Spielfeld als auch neben dem Spielfeld. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Komponente, die unser Team dann halt auch sehr erfolgreich macht. Was ich auch noch hervorheben möchte, ist, dass neue Spieler, egal ob aus der Jugend oder auch externe, so wie es bei mir damals der Fall war, dass die sehr gut aufgenommen werden. Und das schätze ich wirklich bis heute. Der Spielstil ist vor allen Dingen athletisch geprägt, würde ich sagen. Wir sind eine sehr waren schon immer eine sehr defensiv starke Mannschaft, die wirklich sehr füreinander eingestanden hat, wo jeder einfach für jeden gekämpft hat. Deswegen war das die Defensive, wie gesagt, immer schon gut. Offensiv haben wir einfach ein gutes Passspiel und können so oft auch den Gegner schon brechen, haben aber mittlerweile auch immer weiter Spieler entwickelt, die einfach sich im 1 gegen 1 in den direkten Duellen gut durchsetzen können. Und diese Unberechenbarkeit zwischen diesen beiden Sachen ist im Offensivspiel sicherlich auch einer unserer Pluspunkte. Ja, also wir haben natürlich sicherlich ein paar ältere Spieler, die das ganze Konstrukt auch jetzt über Jahre hinweg geprägt haben und es zum Teil auch immer noch tun. Mir wird aber nicht bange, wenn ich auf die Zukunft gucke, weil sehr viele mittleren Alters, also jetzt im besten Hockeyalter, jahrelang unter den wachsen konnten und wir jetzt dadurch auch noch mehr Führungspersönlichkeiten bekommen haben, einfach intern ausgebildet haben. Daneben setzen wir natürlich immer weiter daraus, auch jugendliche Spieler weiter einzubinden, sie zu entwickeln und genau auch auf diesen Weg zu führen, sodass das dann auch in Zukunft gewährleistet ist. Und deswegen blicke ich dieser Mischung aus Jung und Alt sehr positiv entgegen. Und denke auch, dass wir jetzt im letzten Jahr nochmal sowohl interne als auch externe Neuzugänge bekommen haben, die das Ganze nochmal verstärken werden und da ihren Input geben werden.